Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute habe ich mal wieder ein kleines Lego City Set für euch mitgebracht. Und zwar die 60312, das City Polizeifahrzeug, mal in einer etwas sportlicheren Variante. Ich habe mich sehr auf dieses Set gefreut, denn hier ist mal ein recht modernes Fahrzeug gebaut, aber eben auch nicht zu abgespaced, sondern man erkennt eben noch, dass es ein Sportwagen sein soll. Dann haben wir hier, so wie ich das schon vorrecherchieren konnte, eine Besonderheit, die mich sehr freut. Diese Police-Schriftzüge hier sind Prints und eben keine Sticker. Und generell finde ich es sehr gut, dass man diese kleinen City-Polizeifahrzeuge auch einzeln kaufen kann und dafür nicht ein großes Polizeiset kaufen muss. Dieses Set kostet von Lego in der UVP 10 Euro. Mit Rabatten reden wir da eigentlich eher über 7 Euro. Wenn wir uns dann die Verpackung noch weiter anschauen, sind hier jetzt nicht so viele Besonderheiten drauf. Man sieht nur, dass man das Dach abnehmen kann. Das erwarte ich natürlich auch. Und nochmal die Figur. Und ich würde sagen, ich mache das Ganze einfach mal auf und wir schauen uns zusammen die Steinetüten und die Anleitung an. Es ist eine sehr kleine Packung. Dementsprechend ist sie natürlich auch ordentlich gefüllt, in Anführungszeichen. Es ist natürlich nicht gerade viel an Steinemasse, was man hier bekommt für den eigentlichen Preis von 10 Euro. Über die Qualität reden wir wie immer, wenn es soweit ist. Und wir haben natürlich die Anleitung dazu. Die ist wieder in Heftform aus einem hochwertigen Papier, wie wir das von Lego kennen. Es wird nichts ausgegraut, was schon gebaut wurde, sondern es wird alles weiterhin in Vollfarbe dargestellt. Insgesamt haben wir 38 Bauschritte auf 42 Seiten. Und hier habe ich nochmal die Teilliste für euch. Wenn euch das Ganze interessieren sollte, könnt ihr das Video wie immer gerne kurz anhalten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Set, fange dementsprechend jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns höchstwahrscheinlich gleich mit dem fertigen Fahrzeug wieder, wenn es nichts unbedingt Spannendes im Bau zu berichten gibt. Und damit ist auch schon der sportliche Polizeiwagen aus der City-Reihe fertig. Ich fange mal mit dem Positiven von diesem Set an. Das Positive von dem Set ist, es rollt wirklich, wirklich gut. Also da ist so gut wie kein Widerstand dabei. Das ist sehr gut, das gefällt mir. Und auch die Grundform des Fahrzeugs finde ich wirklich gelungen. Ich würde da so ein bisschen so ein Polizeimustang vielleicht rein interpretieren. Wenn ein Mustang, dann aber auf jeden Fall einen neueren. Das ist aber leider auch schon alles Gute, was ich zu diesem Set hier sagen kann. Beziehungsweise zumindest zum Fahrzeug. Über die Figur reden wir gleich noch. Aber ich bin an dieses Set rangegangen und habe gedacht, das ist ein kleines 10-Euro City-Set. Das sind wenige Teile, da wird man nicht so viel Farbe verstecken können. Deshalb wird es bestimmt ein entspannter Bau. Ich blende euch mal zwei Bilder ein, direkt am Anfang des Baus. Ich hatte schon fast keine Lust mehr. Also das hat mich wirklich, wirklich geärgert, weil bei so einem Fahrzeug hier kann man mir nicht erzählen, dass man die Farbkodierung unbedingt zum Bau braucht. Und auch Kinder würden das meiner Meinung nach ohne diese Farbkodierung gut hinbekommen. Und dann baut man weiter und denkt, naja, immerhin sieht man auf den ersten Blick die Farben nicht mehr. Aber logisch, bei so einem kleinen Set kann man solche Farben nicht verstecken. Ich drehe es mal zum Beispiel um. Da brauchen wir, glaube ich, nichts dazu sagen. Der nächste Punkt ist, man guckt hier hinten rein, es scheint orange durch. Natürlich noch schlimmer, wenn man das Dach abnimmt, was man ja auch machen soll, um eine Figur reinzusetzen. Es scheint orange durch. Das hat so ein bisschen was von Villa Kunderbunt und hat mir hier wirklich den Spaß ein wenig verdorben. Und da rede ich noch nicht mal über diese gelben Streifen, denn einige finden diese gelben Streifen mit dem neuen Polizeithema von Lego nicht schön. Ich finde auch, sie sind nicht die hübschesten, aber es sieht stimmig aus für so ein eher neueres Fahrzeug, dass man da dieses Neongelb drin hat. Es sieht stimmig aus, das hätte ich Lego nicht vorgeworfen. Aber wenn man dann sogar in der Seitenansicht sofort hier orange und hier grün durchschimmern sieht, dann ist das wirklich nervig. Und wir haben ja jetzt gerade schon drüber gesprochen, dass man das Dach abnehmen kann. Wenn man hier ins Innere schaut, dann ist das so spartanisch eingerichtet, wie es auch nur geht. Natürlich sieht man hier wieder eine Farbe durchschimmern, die dort nichts zu suchen hat. Dann hat man ein gelbes Lenkrad und keinen richtigen Sitz, sondern so einen Werkzeugkasten. Das ist super spartanisch, aber das sind wir von der City-Reihe so gewohnt. Man kann zumindest die Figur einsetzen. Türen haben wir nicht, aber dafür wenigstens diesen Print. Den habe ich ja schon vor dem Bau gelobt. Und ich finde ihn natürlich immer noch schön. Was ich dann aber nicht schön finde, ist, wenn man es seitlich anschaut
und diese riesigen Löcher hier in der Karosse sieht, wo es eben dann richtig, richtig hässlich aussieht, wenn man mal ehrlich ist. Diese riesigen Löcher, die passen nicht zum Fahrzeug. Und es kann mir keiner erzählen, dass das von euch so gewollt ist. Und als letzten kleineren Kritikpunkt habe ich, dass dann selbst noch an Stellen Teile weggespart werden, die kein Problem gewesen wären, sie mit beizulegen. Wie zum Beispiel hier hinten einfach so eine 1x4er Fliese oder zwei 1x2er Fliesen, dann hätte das hier einen viel stimmigeren Abschluss gegeben. Dafür hätte ich dann auch auf die kleinen Ersatzteile, die trotzdem dabei sind, verzichten können. Wie gesagt, haben wir auch noch die Figur. Das ist so eine Polizistenfigur. Die finde ich durchaus gelungen. Sie hat wieder schöne Glitzerdrucke drauf. Ich finde den Druck hier auch wirklich hochwertig. Wir kennen die Lego-Figuren. Sie ist auf dem Rücken auch bedruckt. Die Beine sind leider nicht bedruckt. Das ist jetzt keine Highlight-Figur, aber wirklich eine schöne City-Figur, die völlig ausreichend ist für so ein einzelnes Polizeifahrzeug. Schade finde ich es hingegen wieder, dass wir dann bei der Figur nur diese Art Taschenlampe haben und nicht nochmal irgendwie Handschellen oder ähnliches dazu. Und ich finde es wirklich beachtlich, wie man es bei so einem Miniset schaffen kann, dass ich eigentlich jetzt mehr als die Hälfte nur darüber gemeckert habe und schlechte Punkte rausstechen lassen habe. Ich bin eigentlich mit dem Gedanken an dieses Set rangegangen, dass ich hier viel Positives oder zumindest nicht viel Negatives drüber sagen kann und einfach mit dem Fazit rausgehe, dass es ein kleines, schönes Spiel City Set ist. Und das ist dabei rausgekommen und das macht mich super, super traurig, wohin sich die City-Reihe immer mehr entwickelt hat. Und dieses Set ist mal wieder ein Set, was diesen Trend umso mehr zeigt. Wahrscheinlich war es von mir naiv, an dieses Set ranzugehen und zu denken, dass ich hier Spaß daran haben werde. Und das finde ich, wie gesagt, furchtbar schade. Und für so etwas, für dieses Produkt, was am Ende rausgekommen ist, als Lego 10 Euro in der UVP nehmen zu wollen, finde ich, ist eine absolute Frechheit. Ich meine, hier sind Teile weggespart worden. Wir haben diese Farbseuche drin, obwohl man es sich bei so einem kleinen Set einfach nicht erlauben kann, weil man es sonst überall sieht. Wir haben an der Karosserie offene Stellen, die einfach nicht gut aussehen. Und dann soll man für dieses kleine Set wirklich 10 Euro bezahlen. Und selbst wenn es für 7, wie ich jetzt, irgendwo kauft, dann hat der Händler davon den Schaden. Und Lego lacht sich ins Fäustchen und sie haben trotzdem ihr Geld dafür bekommen. Und dann gibt es immer noch Kanäle, die behaupten, dass dieses Set doch so ein super Set ist und dass alles von Lego so perfekt ist. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Denn natürlich macht nicht Lego alles falsch. Es gibt tolle Lego-Sets, auch jetzt von den neueren, sind wirklich schöne Lego-Sets dabei. Und das ist mal wieder ein ganz, ganz bitterer Ausrutscher nach unten. Und ich finde es traurig, dass es solche Ausrutscher gibt, denn am besten wäre es, wenn jeder Hersteller immer tolle Sets rausbringen würde. Und dazu gehört natürlich auch Lego und ich würde mich super freuen, wenn Lego endlich wieder auch für City so tolle Sets rausbringen würde, wie sie es in anderen Reihen schaffen. Wie gesagt, ich bin einfach über dieses Set traurig. Es gibt natürlich von mir keine Kaufempfehlung. Und ich bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Ob ich hier überreagiere oder nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich spreche da gerne mit euch drüber. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.